Bilder wie aus einem alten Familienalbum. Die AfD posiert 2017 im brandenburgischen Paaren im Glien. Hier soll auch der nächste Parteitag stattfinden. Nach anderthalb Jahren ohne Parteitag und unter Führung eines Notvorstandes muss sie erstmal einen Vorstand wählen. Die drängende Wahl der Spitzenkandidaten am Beginn des Superwahljahres aufgeschoben. Während alle anderen Parteien in den Wahlkampf starten, ist die AfD noch mit Selbstorganisation beschäftigt. Nikolaus Fest ist seit über einem Jahr amtierender Notvorstand. Erst gestern hat er angekündigt, sein Amt an den Nagel zu hängen. Generell sieht er die Partei inhaltlich gut aufgestellt. Wer nun Spitzenkandidat ist oder nicht, ist dann eher sekundär. Ich glaube, wir haben ja schon jetzt im Abgeordnetenhaus sehr viele profilierte Leute. Und natürlich hängt es davon ab, ob die wieder aufgestellt werden. Aber bei den meisten bin ich mir da, also fast bei allen bin ich mir da sehr sicher. Doch auch die Fraktion, die einst mit stolz geschwellter Brust und 14,2% ins Abgeordnetenhaus einzog, ist mittlerweile vor allem mit sich selbst beschäftigt. In aktuellen Umfragen hat die AfD 4 Prozentpunkte verloren. Und verliert sich in Grabenkämpfen und juristischen Auseinandersetzungen. Mitglieder kritisieren den Fraktionsvorstand um Georg Pasterski und werfen ihm Intransparenz bei den Fraktionsfinanzen vor. Gesicht dieses Widerstands ist die Abgeordnete Christine Brinker. Sie wirft dem Vorstand vor, die AfD im Wahljahr zu schwächen durch Machtpolitik statt Fachpolitik. Jede Partei lebt davon, dass sie Mitglieder hat, sowohl in der Partei als auch in den jeweiligen Fraktionen, die, ja, ich sag mal, ein gewisses Know-how mitbringen, die gute politische Arbeit imstande zu leisten sind. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir dieses Know-how nicht auf dem Weg des Streits verlieren. Zunächst mal ist das natürlich Unsinn, was da gesagt wird. Da sind offensichtlich einige frustrierte Leute, die ihre Ziele nicht erreicht haben, die sie gerne erreicht hätten. Bei uns hat jeder in der Fraktion die Chance, seine Themen entsprechend einzubringen. Fakt ist, der Streit strahlt auch in den Landesverband aus. Unter anderem deshalb hat die AfD in den vergangenen 3 Monaten 37 Mitglieder verloren, hat Anfang des Monats insgesamt 1306 Mitglieder. Daniel Rödding ist aus Frust über die übrigen Parteien 2017 in die AfD eingetreten und vergangenen Jahres wieder ausgetreten. Der Softwareentwickler wollte sich mit seinem Know-how mehr einbringen und fühlte sich schon auf Bezirksebene ausgebremst. Die AfD lästert immer gerne über die sogenannten Altparteien. Da ist auch eine Menge einerseits dran, aber eigentlich müsste die AfD mal sich an die eigene Nase fassen und mal ein bisschen Selbstkritik üben, weil innerhalb dieser 7 Jahre oder fast 8 Jahre, die es jetzt die Partei gibt, ist die AfD eigentlich express gealtert. Die AfD ist im Superwahljahr mit sich selbst beschäftigt. Wie erfolgreich sie wird, hängt im Wesentlichen davon ab, wie geeint die Partei in den Wahlkampf gehen kann. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder hat die Arbeit der AfD in den deutschen Parlamenten genau unter die Lupe genommen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Schröder, trügt der Eindruck oder zerlegt sich die AfD gerade selbst? Muss man vorsichtig sein. Die Geschichte der AfD ist eine Geschichte der Zerstrittenheit. Das ist gar nichts Neues. Das Neue ist, dass die AfD erstmals von einer großen gesellschaftlichen Krise in den letzten 8 Jahren nicht profitiert. Sie hat profitiert von der Euro-Krise, sie hat profitiert von der Flüchtlingskrise und sie profitiert von der Corona-Krise nicht. Mhm. Die haben ja eine Zeit lang auch immer bei den Umfragen steil nach oben gezeigt, die Werte. Jetzt gehen die Umfragewerte eher runter. Wir haben es gehört, die Berliner AfD momentan in Umfragen 4% drunter im Vergleich zum letzten Mal. Kann man da schon sagen, hat die Alternative ihren Zenit überschritten? Davon kann man ausgehen. Und zwar erstens, sie ist zerstritten, sie ist mit sich selbst befasst. Zweitens, sie hat kein Thema. Sie findet kein Thema, mit dem sie sich einigen kann und mit dem sie die anderen vor sich hertreiben kann. Sondern sie ist darauf verwiesen, ihre inneren Konflikte zu klären. Und das war in der Vergangenheit nicht so. Da haben die inneren Konflikte zurückgestanden vor den großen Themen, die sie bewegen konnte. Und jetzt ist sie damit konfrontiert, dass die Abgrenzung nach rechts nicht mehr funktioniert,
beziehungsweise der Verfassungsschutz und die inneren Verhältnisse der Bundespartei auch die Berliner Verhältnisse dominieren. Und hier haben wir den Konflikt zwischen dem ehemaligen Flügel, der sich zwar einerseits aufgelöst hat, aber andererseits weiterhin die Verhältnisse in den Landesverbänden durcheinanderwirbelt. Sie haben das Wort Verfassungsschutz schon gesagt. Die Entscheidung steht noch aus, ob die Berliner AfD auch ein Verdachtsfall beim Verfassungsschutz wird. Welche Konsequenzen hätte so eine Einstufung? Die Konsequenz wäre, dass die gemäßigten Kräfte, die sich für die AfD in der Vergangenheit interessiert haben, skeptisch werden, nicht mehr diese Partei als möglichen Adressaten im Kalkül haben, nicht mehr diese Partei wählen und erst recht nicht aktiv in dieser Partei werden. Das heißt, durch die Aktivitäten des Verfassungsschutzes könnte der Weg in den Extremismus innerhalb der AfD noch weiter beschleunigt werden. Und das ist die Entwicklung, die wir ja in den letzten Jahren schon gesehen haben. Die Partei hat sich radikalisiert und damit ist das Kräfteverhältnis zwischen den Flügeln innerhalb der AfD zugunsten der radikalen Kräfte verändert worden. Es gibt ja auch immer wieder Versuche, die Partei irgendwie so ein Stück weit zu einen. Warum klappt das nicht? Liegt das nur an diesem rechtsextremen Flügel? Das liegt daran, dass es kein klares Steuerungszentrum gibt. Man muss ja sehen, der Berliner Landesverband hat jetzt, glaube ich, schon den vierten Notvorstand. Derjenige, der die Partei führt und von dem man erwartet hat, er wird jetzt auch als Spitzenkandidat antreten. Der hat gestern den Rückzug angetreten. Es gibt die Spaltung in Fraktion, Partei und dann in Untergruppen. Und die Integrationsfähigkeit derjenigen, die eigentlich den Laden zusammenhalten sollten, ist nicht so ausgeprägt, dass diese enorme Bandbreite, die in dieser Partei ist, wirklich unter einem Dach zusammengebracht werden kann. Und man muss sehen, der Erfolgsweg dieser Partei war ja, dass die Gemäßigten und die Radikalen unter einer Führung zusammengebracht worden sind. Das unterscheidet sie von allen Vorgängerparteien auf Seiten der Rechten. Und dieses Erfolgserlebnis scheint an sein Ende gekommen zu sein. Und somit wird aus einem Superstar ein Absteiger. Herr Schröder, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.